Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr oben links schon seht, ich habe auch eine Neuigkeit bezüglich Eve. Dazu gibt es aber mehr Informationen im nächsten Video, weil ich habe jetzt die ganze Zeit Mike gelevelt. Wir werden jetzt in diesem Video erstmal mit Mike weitermachen, wenn er mit uns reden möchte. Mike? Hey, Heute ist der Tag, Gameplayerin. Bist du bereit zu lachen? Immer. Okay, hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Was ist mit dem schillernden Strand? Keine Ahnung. Es ist zwar sehr schillernd, aber wo ist der Schiller? Wo ist Schiller? Okay. Ja, okay, buh. Ich sag mal, okay. So schlimm, Ich habe gelacht. Du hast heftig ausgeatmet. Das war kein Lachen. Okay, vielleicht mag ich diesen Witz nicht so gern. Wirklich? Na gut, das ist in Ordnung. Ich feile noch an meinem Set. Es können ja nicht alle gut sein, oder? Und wie ich meinen Comedy-Schülern sage, es ist wichtig, Rückmeldungen zu bekommen. Oh Hey, während ich an meinem Set arbeite, kannst du sicherstellen, dass Vanellope bereit ist? Sie ist ein Kind und hat vielleicht etwas Lampenfieber. Klar, bis gleich. Okay, ach so, halt. Moment. Nein, komm. Ja, das haben wir doch gerade schon. Sag mir jetzt bitte nicht, dass diese Quest jetzt verbuggt ist. Ach komm. Ja, Vanellope bereit, Lampenfieber, klar, bis gleich. Och nein. Ja, wie ihr seht, hat er leider keine Lust, mit uns diese Quest zu machen. Ich werde es noch einmal probieren, indem ich anders antworte. Keine Ahnung, wo ist der Schiller? Buh, schwieriges Publikum. Okay. Lampenfieber, klar, bis gleich. Nee, macht er immer noch nicht. Ach komm, es kann doch nicht wahr sein. Erst der ganze Kram mit Eve. Jetzt hat sich das endlich mal aufgelöst und jetzt können wir Mike nicht weitermachen. Das ist nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob das Ganze eventuell miteinander zusammenhängt, dass jetzt dadurch, dass das eine gelöst wurde, und dazu, wie gesagt, ja, eigentlich später mehr, dass dadurch jetzt seine Quest verbuggt ist. Das finde ich jetzt richtig mies. Weil hier steht halt wieder immer nur, geh zurück und sprich mit ihm. Und ja, das ist nicht schön. Ich werde mal. Oh, das war nicht der richtige Screenshot. Ich werde mal einen Screenshot davon machen, damit ich das dann jetzt auch nochmal einreichen kann. Und dann geht es wohl in dieser Folge doch nicht mit Mike weiter, sondern wir werden dann erstmal die Eve-Aufgabe weitermachen, weil ja, Mike halt verbuggt ist. Eine Sache könnte ich allerdings noch ausprobieren. Ich könnte mich einmal ausloggen und nochmal einloggen. Vielleicht können wir dann mit Mike reden. Das werde ich jetzt erstmal machen und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind noch mal neu drin. Die einzige Frage ist jetzt nur, wo befindet sich Mike? Da oben. Dann werden wir es jetzt noch mal versuchen. Also es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, was ich ihm sage. Das haben wir schon festgestellt. Er soll hier sein. Was ist jetzt los? Wo ist er jetzt? Ach, er versteckt sich wieder irgendwo hinterm Haus. So, dann probieren wir es jetzt noch Na, wie geht's? mal. Das haben wir ja schon alles Oh, gehört. Immer ist es seltsam, dass es nie nach Seetang riecht. Machen wir jetzt einfach mal. Das verstehe ich nicht. Schiller nach Schiller. Nein, okay. Mag diesen Witz nicht so gerne. Dann kommt wieder das Gleiche. Oh ja, danke. Okay, also einmal ausloggen und wieder einloggen. Hat funktioniert. Danke. Ich dachte schon, ich muss jetzt den nächsten Fehler melden. Ah, oh Gott. Okay, es geht weiter. Sehr schön. Vanellope ist irgendwo hier am Strand versteckt da.
Vanellope. Danke für deinen Besuch. Hey, Vanellope, hast du einen Moment Zeit? Nö. Hey, es ist okay, sich Sorgen um die Leistung zu machen. Ich weiß, dass es einschüchternd sein kann, vor Leuten aufzutreten. Aber ich weiß, dass du es schaffst. Wow, da bist du aber an der falschen Zuckerstange gelandet. Bist du sicher? Ich möchte nur eine Unterstützung sein. Gameplayerin, 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 sprich mit meinem Manager. Lass das Talent in Ruhe, ist so etwas wie die Regel Nummer 1 im Showbiz. Ich bin nicht sicher. Ich kann dich nicht hören, sprech mit meinem Manager. Dagobert Duck kümmert sich jetzt um alle von Sweets betreffenden Anfragen. Was für ein Ding? Sweets betreffende Anfragen? Okay, sprechen wir einfach mal mit Dagobert von mir aus. Könnte jetzt eigentlich auch hinporten. Das wäre jetzt einfacher gewesen, aber nein. Ich muss natürlich wieder zu Fuß hochlaufen, was jetzt wieder 2 Stunden länger dauert, gefühlt. Oh, aber dafür haben wir jetzt unterwegs noch was gesehen. Das war übrigens auch hinter dem Haus, fällt mir gerade ein. Was wir nochmal schnell ausbuddeln. Oh, ich hasse das. Zwischen die Häuser reinzuquetschen, das ist immer so eine Sache. Aber gut, ich habe es ja jetzt so hingestellt. Ich muss jetzt damit leben. Dagobert. Dagobert? Dagobert. Oh, wir haben auch wieder neue Sachen drin. Sehr schön. Eben war noch... Oh. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal kurz einkaufen gehen. Sehr, sehr geil. Das Bild sieht auch klasse aus. Moment, das hier habe ich aber definitiv schon. Es wird mir aber trotzdem als neu angezeigt. Oder das ist ein bisschen anders, dass das ein bisschen tiefer kommt. Ich bin mir nicht sicher. Und wir haben einen neuen von Toy Story. Ah, nee, das war der, den ich schon hab. Wo ist Dagobert jetzt denn? Hier. Sei gegrüßt, Nachbar. Guten Tag, Gameplayerin. Nein, nicht das Fest. Lass deine Leute mit deinen Leuten reden oder sowas. Ich habe gehört, dass du jetzt Vanellope's Manager bist. Ja, das Mädchen braucht einen Manager. Und wer bin ich schon, dass ich einen schönen Prozentsatz ablehne? Ist das die gleiche Art von Prozentsatz, den dir Gaston gibt? Ich hoffe nicht. Als Vanellope's Manager möchte ich dir mitteilen, dass der Star einen Vertragszusatz hat, der eingehalten werden muss. Wenn dir die benötigten Gegenstände nicht zur Verfügung gestellt werden, wird sie nicht auftreten. Wie anspruchsvoll. Unter uns gesagt, Gameplayerin, bin ich ganz deiner Meinung. Aber das Talent macht die Regeln. Ich dachte immer, der Manager macht die Regeln. Und das Talent muss einfach nur Ja sagen. Was will sie denn? Ja gut, Arcade-Maschine. Sie will ja auftreten. Ja. Da jetzt nichts Passendes drinsteht. Eine Arcade-Maschine mit allen Spielen, die es gibt. Och nein, nichts allzu Extravagantes. Sie ist ganz vernarrt in Käsekuchen. Sorge dafür, dass sie immer welchen zur Hand hat. Okay, ich denke, das kann ich machen. Bis später. Ach so. Hey, ich habe jetzt das Rezept für Käsekuchen bekommen? Den kenne ich doch schon. Rezept für Käsekuchen, tatsächlich. Gut, lernen wir jetzt trotzdem nochmal, ne? Damit wir das Ganze dann auch weg haben. Also, sprich, damit wir einen Platz mehr wieder im Inventar haben. da. Einmal um sich selbst gedreht und dann trotzdem wieder in die gleiche Richtung gucken. So. Es reicht, wenn wir einen Käsekuchen machen. Das ist gut. Zack, Käsekuchen. Und zack. So. Jetzt ist die nächste Frage. Wo ist Vanellope jetzt gerade? Da. Ach, die beiden Konkurrenten albern schon mal rum. Okay, okay. So, bitteschön, dein Käsekuchen. Danke für deinen Besuch. Vielen Dank. Sieht käsig und großartig aus. Das genügt, oh Freund. Du bist also wieder in der Lage aufzutreten? Naja, vielleicht. Ich habe nachgedacht, Gameplayerin. Wenn ich die Zukunft der Comedy bin, wieso eröffne ich dann für Mike? Oh, ich wette, er würde etwas darüber sagen, wie man seinen Beitrag leistet.
Ja, was soll dieser altmodische Blödsinn? Wenn ich das Talent habe, ist es doch egal, wie lange ich schon auftrete. Sagt Lotzkowski, dass wir entweder als doppelte Hauptdarsteller auftreten oder ich trete gar nicht auf. Ernsthaft? Würde ich darüber Witze machen? Naja, nun, du bist eine aufstrebende Komikerin. Hier geht es ums Geschäft. Heute ist es mir sehr ernst mit dem Geschäft. Okay, ich werde Mike informieren. Mike. Mike? Hey, du! Mike, ich fürchte, wir haben ein Problem. Oh. Ein Problem? Natürlich haben wir ein Problem. Mein Leben ist eine Endlosschleife an Problemen. Wirklich? Okay, schieß los. Es ist Vanellope. Sie... Oh. Irgendwas mit, sie will die Show nicht machen. Ich habe aus Versehen auf die Maustaste gedrückt. Entschuldigt bitte. Was? Sie will mit dir die Hauptrolle sein. Ah. Wow. Die Kleine hat noch nicht mal ihre erste Show gemacht und schon will sie groß rauskommen. Was? Ich muss ihr erklären, wie das funktioniert. Was das angeht, sie wird nicht direkt mit dir reden. Du musst mit ihrem Manager Dagobert sprechen. Sie hat schon einen Manager? Warum hast du keinen Manager, genau? Ja, ich war auch überrascht. Okay, wir brauchen einen Plan. Rede mit ihrem Manager. Also gut, wenn sie so will, werde ich Sully dazu bringen, mein Manager zu sein. Aha. Und du kannst meine Agentin sein. Und wie viel bekomme ich bezahlt? Ha, der war gut, Gameplayerin. Vielleicht sollten wir dich Vanellope ersetzen lassen. Was kommt als nächstes? Zieh dir etwas Schickes an, um wie eine echte Agentin auszusehen. Oh, darf ich jetzt einen schwarzen Blazer tragen oder so? Und eine Sonnenbrille, bitte. Und dann blitzdingse ich euch alle. Irgendetwas Professionelles, Elegantes oder Modernes sollte es sein. Aha. Und dann werden wir ein Geschäftstreffen abhalten. Rede mit ihrem Manager. Schön. Ihre Leute können mit meinen Leuten reden. Okay, ich glaube, er ist jetzt ein bisschen sauer. Zieh etwas Professionelles, Elegantes oder Modernes an. 3 von 4. Was ist denn an einem Kopftuch professionell, elegant oder modern? Das passt ja zu gar keinen von den Sachen. Brille? Also die hier definitiv nicht. Die könnte man vielleicht noch als professionell oder so durchgehen lassen. Die Ohrringe, die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, dass die schon reichen. Mist. Okay, ich hatte vorher schon elegante Ohrringe anscheinend. Schade. Ja genau, eine Jogginghose ist natürlich auch sehr elegant, finde ich auch. Ja gut, könnte natürlich, oh modern, Rucksack kann ich anziehen, das wäre etwas, was ich... Hey, haha, hast du eine Minute? Das ist nämlich was, was ich dann dazu anhabe. Das war jetzt clever. Hey, du! Okay, Mike, wie sehe ich aus? Wie ein kleines Kind, was gerade zur Schule gehen will, irgendwie. Ja! Perfekt! Als würdest du gleich einen Konkurrenten zum Frühstück essen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Hey, ich sage ja nicht, dass du jemanden zerstören musst, aber diesen Eindruck während der Verhandlung zu erwecken, ist von Vorteil. Ich wiederhole. Ein Kind, das zur Schule geht. Das Treffen sollte jeden Moment beginnen. Du musst zu Sully gehen. Klar, ich bin auf dem Weg. Sully. Nein, nicht weglaufen. Sully, hallo. Hallo, Sully. Ach so. Oh. Hallo, Herr Duck. Wie soll denn so ein Treffen ablaufen? Ah, du bist ein Anfänger, oder? Das kann ja heiter werden. Anfänger? Nun, ich bin mir nicht so sicher. Gleicher Schlagzeilenstatus oder mein... Was? Oder meine Kundin geht. Gibt es so etwas überhaupt in der Welt der Comedy? Jetzt schon. Wir sind bereits dabei, Poster aufzuhängen. Sieht aus, als wärt ihr Mike zuvor gekommen. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich muss mit dir sprechen. Ja. Ich hätte jetzt Lust auf Sushi. Ja, das ist wohl nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Sprich mit Mike über die sich anbahnende Comic-Cafede. Okay, ich hätte es jetzt Katastrophe genannt. Aber gut, ist auch ein gutes Wort dafür. Hallo? Oh, dass man die nicht ansprechen kann. Das Problem habe ich schon so oft jetzt gehabt in letzter Zeit. Mike! Und das, na
wie geht's? Ich muss den in die Ecke quetschen, um mit ihm reden zu können. Der will einfach nicht mit mir reden. Ich weiß auch nicht, warum. Nun, das... Wir wurden überrollt. Dagobert ist ein gewiefter Verhandlungspartner. Meinst du, ich sollte Sully feuern und Dagobert von Vanellope abwerben? Ich glaube nicht, dass Dagobert bezahlt wird. Also mach's einfach. Klingt irgendwie gemein. Gemein? Nein, das ist doch nur das Comedy-Geschäft. Was ist also der Plan? Nun, sie hängen bereits Plakate auf. Was sie kann, kann ich schon lange. Oh, wir machen auch ein paar Poster. Das ist nicht nötig. Sie haben die Arbeit bereits für uns erledigt. Wir werden einfach mal ein hübsches Gesicht auf ihre Poster kleben. Hier, nimm das. Versuche, Vanellopes Poster zu finden und mein Gesicht darauf zu kleben. Kann ich machen. Super, ich werde an meinem Set arbeiten. Ich muss es noch ein paar Mal überarbeiten. Und Propolis heißt es, morgen spontan Dreck im Mund. Okay. Danke, Leute, ich bin noch den ganzen Abend. Oh mein Gott, also weiter Tapferkeit bin ich gerade schon drin. Ich finde hier überhaupt nichts, weil hier ist irgendwie alles... Aber was heißt Poster? Hängen die dann an den Häusern oder sind das so Schilder quasi? Es wäre jetzt gut zu wissen, um zu wissen, wonach ich hier eigentlich Ausschau halte. Ich dachte gerade, da ist so ein Poster, aber das ist von der Eismaschine. ja. Das ist der Wald. Ach so, Moment. Da hinten ist auch noch der Wald der Tapferkeit, ne? Nicht, dass das irgendwo hier drin ist. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, wonach ich jetzt genau Ausschau halte, wäre es natürlich einfacher. Aber dafür haben wir eine Dreamlight-Kiste gefunden. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Auf jedes von Vanellopes Postern an den folgenden Stellen. Ja, also Poster heißt für mich, ist es irgendwo an der Wand oder von mir aus an einem Haus oder sowas dran geklebt. Das Problem ist... dein Ernst jetzt? Das hat... Boah. Voll drüber geklebt hier. Das hat die hier direkt an den Tisch rangestellt. Das ist so eine Sauerei hier. Das geht ja gar nicht. Hauptplatz. Okay, also es sind so kleine Aufsteller. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal weiter, weil die können ja theoretischerweise überall stehen. Und die sind jetzt nicht so mini-klein, sage ich jetzt mal. Also die kann man schon sehen. Das hilft mir auch schon mal weiter. Wobei ich jetzt hier gerade gar nichts sehe. Die sind anscheinend sehr gut versteckt. Oh, da ist noch eine Blume. Da komme ich aber nicht rein. Wie soll ich denn hier an die Blume da hinten rankommen, wenn hier alles zu ist und ich da nicht drüber laufen kann? Leute, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Aber ich sehe gerade noch eine andere Blume hier. Zwei andere Blumen. Die nehmen wir natürlich direkt mal eben mit. Hier hinter ist auch nichts, oder? Nee, da ist auch nichts. Weil es hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Ach, bin ich da jetzt ernsthaft gerade so dran vorbeigelaufen? Moment. Ich möchte mal eben ganz kurz ein Bild machen. So. Weil ich das eventuell dann nämlich als Coverbild nehmen werde. So, dann haben wir noch schillernder Strand und friedliche Wiese. Da laufe ich jetzt auch schon direkt drauf. Das ist cool. Können wir das direkt machen. Zack. Und ist schon ein bisschen fies, ne? Sind wir mal ehrlich. Schillernder Strand. Oh, sehr gut. Das ist auch sehr offensichtlich. Sehr schön. Dann trifft Mike in sein Haus, um über die Fehde zu reden. Okay, zack. In seinem Haus. Da gehen wir mal eben rein. Mike, ich glaube, Vanellope war dir schon wieder einen Schritt voraus, oder? Du bist hier! Wow, was ist hier passiert, Mike? Was passiert ist? Wonach sieht es denn aus? Sind das die Requisiten von Vanellope? Offensichtlich. Aha.
Als ich vom Bewundern meines ach so hübschen Gesichts auf all den Postern zurückkam, fand ich das hier. So kann ich nicht arbeiten, Gameplayerin. All diese Spannungen, der Konkurrenzkampf ist hartnäckig. Unter diesem Stress kann ich nicht witzig sein. Okay, beruhige dich, ich werde dir helfen. Und die Geräusche, du wirst nicht glauben, welche Geräusche sie machen. Wie bitte? Das wirst du noch früh genug herausfinden. Das wird eine runde Sache. Ich nehme an, die soll ich entfernen, ja. Verstanden. Okay, bei mir ist es leider nicht ganz so laut, aber es waren wirklich komische Geräusche. Es klang irgendwie gruselig. Ey, es sind wirklich komische Geräusche. Also, hey, du! Gerade für so einen Gummihuhn ist das irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Danke fürs Aufräumen, Gameplayerin. Du bist eine 1 mit Sternchen-Agentin. Bevor wir jetzt zur Sache kommen, freust du dich schon auf die Show? Ich kann es kaum erwarten. Aber irgendwas wird sicher noch schief gehen. Das ist die richtige Einstellung. Vanellope wird so viele Sprüche abbekommen, dass ihr der Kopf schwirrt. Viel Glück? Glück? Wer braucht schon Glück, wenn man Fähigkeiten wie meine hat? Okay, ich glaube, wir können gleich loslegen. Da ist nur noch eine Sache. Sully leiht uns seine Kamera für die Show. Er nimmt gerne alltägliche Dinge im Dorf auf. Könntest du sie für mich bei Sully abholen? Ich bin auf dem Weg. Bis bald im Bällebad. Sag mir bitte, dass dabei alles okay ist. Achso, ich kann jetzt endlich mal meinen Rucksack wieder... Nicht Möbel. Ich kann endlich mal den Rucksack hier wieder loswerden. Ne? Die Ohrringe, die sind gar nicht so schlecht, finde ich. Wobei die ein bisschen auffällig sind, finde ich. Aber das ist noch okay. Aber der Rucksack. Bin ich jetzt doof? Geräte, Zubehör, Rücken, genau, das war's. Jetzt habe ich auf die Zuckerstange geklickt. Die wollte ich natürlich auch nicht haben. Hol die Videokamera von Sully. Sully ist da unten und Vanellope versucht schon wieder einen Schritt voraus zu sein. Also werde ich mich mal ganz schnell beeilen. Ich kam nämlich auch schon wieder angelaufen. Na, bist du bereit für ein bisschen Lächeln? Ich habe gehört, du hast eine Kamera für mich. Oh, darauf kannst du wetten, Gameplayerin. Tu mir einen Gefallen. Mach ein paar gute Fotos von Vanellope für mich. Ich werde versuchen, da zu sein, aber es könnte ein Problem geben. Vor der Show habe ich Remy versprochen, dass ich ihm helfe. Er will testen, wie meine Geschmacksknospen etwas namens Umami interpretieren. Ich helfe dir, keine Sorge. Danke. Sag Mike, Hals- und Beinbruch. Klar, mache ich. Wow. Das ist eine richtige Videokamera auch noch. Okay. Ich hoffe, Sully ist jetzt noch hier drin und nicht wieder abgehauen. Nein, natürlich ist er abgehauen. Moment, dann gucken wir mal eben, wo er denn schon wieder sich rumtreibt. Da unten. Aber er kommt mir immer entgegen. Manche laufen vor mir weg, andere kommen mir entgegen. Das ist. Die, die mir entgegenkommen, die sind mir natürlich die Liebsten. Sully. Es ist doch nicht möglich, mal mit dir zu reden, oder? So. Erstmal aus dem Blumenbeet rausschieben, dann klappt das. Schön, dich zu sehen, Kumpel! Du hast sie! Super! Gib mir eine Minute, ich bereite das Set vor. Jetzt können wir nach dem Ende der Show die Highlights sehen und die beste Ausnahme auffehlen. Aufnahme auswählen. Oh ja! Dann können wir sie im Tal veröffentlichen, um die Leute für das nächste Comedy-Event zu begeistern. Super, sind wir dann soweit? Poster, Kamera, mein Mundspray mit Gurkenschmack und ich bin bereit. Du kannst dich entspannen, während ich mich für die Show vorbereite. Ich kann es kaum erwarten. Geh in Mikes Haus, wenn du bereit für ein bisschen Comedy bist. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, weil ausruhen wollte ich mich jetzt natürlich nicht. Ich würde gerne, dass es weitergeht. Würde gerne haben, dass es weitergeht. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Oha. Willkommen, Gameplayerin, zur allerersten Comedy-Nacht des Dorfes. Ich hoffe, du bist bereit zu lachen. Ja, in wenigen Sekunden wirst du mit mir und über ihn lachen. Okay. Wir machen mal eben ganz schnell. Ach, die sind trotzdem da drin. Ah, komm. Nein, das ist doch doof. Ich habe gedacht, ich könnte so ein schönes Bild noch machen. Wow, das nenne ich Selbstvertrauen eines Neulings, Vanellope. Hast du nicht ein paar Requisiten zum Abstauben? Mike, dein Comedy-Stil ist so alt, dass er mir gerade ein hartes Bonbon angeboten hat.
Das ist wirklich ein guter Witz. Wirklich? Du bist nicht sauer auf mich? Sauer? Warum sollte ich sauer sein? Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Du wandelnder Moosklumpen. Ah, ich dich auch, Süßigkeitenzwerg. Weiter so! Zeig mir, was du drauf hast, Oma. Achso, wähle einen guten Moment für die Kamera. Okay, okay, okay. Lausche dem Rest der Comedy-Show. Damals, achso. Und ich wollte schon seit der ersten Klasse ein Schrecker sein. Das nenne ich mal große Träume. Schau mich an. Die einzigen Kinder, die ich erschrecken könnte, sind die, die Angst vor Blickkontakt haben. Was wollte ich tun? Sie zu einem Wettstachen herausfordern? Ha! Nicht schlecht für einen lebhaften Aufreißer. Weißt du, Kleine, vergiss die Gummihühner. Nein, nein. Och, jetzt hat er wieder neu angefangen. Ich hasse das, wenn die immer neu anfangen, obwohl man schon gedrückt hat. Ich glaube, dein wahres Talent könnte das Roasten sein. Echt jetzt? Aber ich habe noch nie einen Kochsimulator gespielt. Roasten ist, wenn ein Komiker einen anderen spöttisch ehrt, aber nicht übertreiben. Roasten? Ehren? Bist du sicher, dass es dir gut geht, Kumpel? Wo ist eigentlich dein Magen, du Riesenkaugummi? Haha, genau so. Wie sehe ich aus? Sag mir noch etwas. Ach, Mann. Du siehst aus wie ein mutierter Tennisball. Grab ein bisschen tiefer. Du siehst aus wie ein grüner Apfel mit Zahnstochern als Arme und Beine. Mal im Ernst, wie tragen dich diese komischen, schlaksigen Gliedmaßen herum? Du wirst jeden Moment auf dein Gesicht fallen und mich wie eine Bowlingpin umwerfen. Haha. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt bisher genug gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt ewig so weitergeht hier. Ich verstehe, warum Sally dich mag. Ja, irgendwie schon. Ja, ich denke mal, ich bekomme meine Aufnahme nicht mehr. Dann machen wir mal den Beutel auf. Vanellope und Mikes Werbetafel. Okay. Platziere die Werbetafel in der Nähe von Mikes Haus, damit er bekannt wird. Kann ich da wenigstens ein Foto mitmachen? Das wäre natürlich cool. Vielleicht hier so davor stellen. Moment. Moment, ich muss das mal ein bisschen drehen. So, zack. Hey Kumpel, hier drüben. Nein, nicht hier drüben. Ich möchte davon mal eben ein Bild machen. Oh, was macht der denn jetzt? Wieso spricht er mich jetzt an, während ich ein Bild mache? Oh Mike, ganz ehrlich, das finde ich jetzt richtig scheiße von dir. Du hättest mich wenigstens das Bild machen lassen können. Ja, laber mich nicht an. So. Jetzt haut er einfach ab, oder was? Dann ist er halt so mit auf dem Bild drauf. Ist mir jetzt auch egal. So, das wird jetzt mein Coverbild. So. Irgendwie muss ich das doch auch hinkriegen hier. So. Ich weiß ja nicht, ob das immer noch da steht, wenn ich die Aufgabe abgeschlossen habe. Das ist halt immer so, dass... Och nein, Mike, komm. Jetzt geh doch einmal aus diesem blöden Blumenbeet raus. So, dass man dich auch ansprechen kann hier. So. Genau dich wollte ich sehen. Hey Mike, du siehst glücklich aus. Ich bin glücklich. Die Werbetafel ist fantastisch. Ich bin froh, dass du glücklich bist. Auch wenn das Bild nicht ganz so geworden ist wie geplant. Wovon redest du? Es ist großartig. Oh ja! Da bin ich auf einer Werbetafel. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe? Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, dieser Tag konnte nicht besser sein. Du hast dich also gut eingelebt? Dieser Ort ist immer noch voller Keime und Allergene. Niemand hier weiß gutes Essen zu schätzen und ich habe bereits einen Erzfeind in der Comedy. Wenn du lieber zurück in dein Reich gehen willst. Machst du Witze? Ich liebe es hier.
Ich war besorgt, dass das Teil für jemanden, der so urban und kultiviert ist wie ich, ein bisschen langweilig sein könnte. Aber es ist großartig. Danke, schätze ich mal. Ich danke dir. Du hast mir wirklich geholfen, mich auf die Show vorzubereiten. Ich war ziemlich besorgt, wie Vanellope sie schlagen würde. Aber ihre Witze waren solide. In meinen Augen ist sie offiziell eine Komikerin. Ich lass dich dann mal wieder dein Ding machen. Aber wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Ich rufe dich zuerst an, Gameplayerin. Oder ich schreie nach dir, da es hier keine Telefone gibt. Ich möchte dir übrigens meinen Dank zeigen. Hier, nimm das. Nimm das, hört sich immer so an, als ob der mir gleich einen runterhaut. Wir haben neue Kleidung erhalten. Wir durften Mike helfen. Und ich habe letztendlich dann doch noch ein halbwegs gutes Bild bekommen von dieser Folge. Und ich freue mich unheimlich, dass ich euch mitteilen kann, was ich ja schon am Anfang im Endeffekt kurz angedeutet hatte, dass auf jeden Fall weitere Folgen kommen werden, weil ihr seht oben links richtig, wir können auch bei Eve weitermachen. Ich werde jetzt hier nicht allzu viel dazu sagen in dieser Folge, aber in der nächsten Folge erkläre ich euch alles am Anfang nochmal genau. Und ja, nach einer kurzen Erklärung, warum, wieso, weshalb wir jetzt weitermachen können, dann werden wir auch mit der Eve-Quest endlich weitermachen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf der anderen Insel, sage ich jetzt mal, also im DLC-Bereich wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Gute Nacht, Leute. Und vergesst mich nicht und ihr wisst ja, es war einfach nicht schön mit euch. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.